Tirol. Tirol. Haben Sie es hängen? Nein. Nicht? Wieso nicht? Ich habe es vor kurzem erst gekauft, ja? Auf dem Flohmarkt. Okay, ja, prima. Und es ist eigentlich nicht das, was ich so aufhängen möchte, aber als ich sah, wer es gemalt hat, bin ich am Überlegen. Flohmarkt wo? In Senden bei Neu-Ulm. Okay, und jetzt verraten Sie uns, was Sie bezahlt haben? 10 Euro. 10 Euro. Es gibt also, der Markt hat noch ein Potenzial, wenn man ganz unten anfängt. Was wir sehen, ist ein Tiroler Hochtal, das heißt ein kleines Dorf in einem Tiroler Hochtal, umgeben von Bergen bis hinauf zu Gletscherregionen. Die Häuser sind sehr eng zusammengedrückt und im Vordergrund, beziehungsweise von uns ins Dorf hineingehend, eine Prozession an dunkel gekleideten Menschen. Das heißt sich um eine Trauerzug handeln. Der Titel ist dagegen etwas ironisch gesetzt. Das heißt, das schöne Land Tirol. Mhm. Und dass im Schönen, in der Natur auch der Tod herrscht, ist eine antike Lebensweisheit, ausgedrückt in diesem Et in Arcadia Ego, auch ich bin in der schönen Hirtenlandschaft. Cool. Und das hat Compton sehr behutsam und sehr vorsichtig umgesetzt. Man kann es sehen, wenn man sich in das Bild vertieft, es drängt sich aber nicht auf. Man sieht auch dieses Eingebettetsein in die Welt Gottes, die den Menschen in seiner Kleinheit durchaus etwas, das man zurückverfolgen kann bis Caspar David Friedrich, der kleine Mensch in der großen Schöpfung Gottes, im Schutze der Kirche, wird es ihm gelingen. Das Gemälde ist ganz früh im Jahr angesiedelt, also im Vorfrühling. Man sieht den violetten Schleier, so gerade eben des Wiesenschaumkrauts, weiße und gelbe Blüten. Das mag im März sein, als die Natur erwacht und es hat noch immer tief runtergeschneit. Man spürt auch die Temperatur in diesem Bild, die Atmosphäre der Jahreszeit. Und das macht in diesen sicher angelegten Malstrukturen doch eine hohe Qualität aus. Compton war ein englischer Bayer. Er war in Feldafing geboren von einem englischen Vater, der ebenfalls Maler war und hatte das Malen von Jugend an gelernt. Mit 29 bekam er dann die Kinderlähmung und konnte dann immer nur aus Standpunkten malen, wo er hingefahren werden konnte. An Wegen, am Wegesrand. Man findet nie Standpunkte von ihm, die höher gelegen und entlegen oder auf Schrägen situiert sind. Und das alles ist zusammen mit dem Datum 1914 ein Frühwerk von ihm und macht schon einen ganz besonderen Reiz aus. Diese Monumentalität gepaart mit dieser Frische der Empfindung, diesem Auftreten. Also hier hat man ja wirklich das Gefühl, das ist die Hochgebirgswelt, nicht? Das ist der Lebensort dieser kargen, mühsam arbeitenden Bauern. Das kommt hier besonders rüber, auch im Frühwerk. Er wird ja später ein bisschen lieblicher, wird später auch ein bisschen verbindlicher. Aber hier geht es nicht um eine vordergründige Idylle, sondern hier wird die Wahrheit gesucht. Mhm. Normalerweise würde ich sagen, wenn das ein Bild aus den 30er Jahren ist, dann hätte es einen Preis wahrscheinlich von vielleicht 1500, 1800 Euro. Aufgrund dieser frühen Entstehungszeit und auch der besonderen Qualität würde ich aber doch sagen 2500 bis 3000 Euro. Und wenn Sie dann abziehen Ihren Einsatz, den Sie, dann könnten Sie, und das kommt jetzt, dann könnten Sie einige 100 Euro vielleicht investieren in eine sorgfältige Reinigung. Ja. Dann haben Sie nämlich ein prachtvoll strahlendes, trotzdem karges, aber bedeutendes Bild dieses interessanten Hochgebirgsmalers. Das ist eben auch schon ein modernes Bild. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.